Laut dem verstorbenen Edgar Cayce kann die Akasha-Chronik als der Supercomputer des Universums angesehen werden, eine zentrale Speichereinrichtung aller Informationen. Zusammengenommen sind die Akasha-Aufzeichnungen ein Energiefeld, das das vergangene, gegenwärtige und zukünftige Wissen aller Dinge enthält. Und es manifestiert sich überall gleichzeitig. Innerhalb dieses allumfassenden Feldes gibt es individuelle Energiefelder für jeden Strahl, die für sich genommen immens groß sind. Die Akasha-Chronik ist wie das moderne WLAN-Netzwerk. Wir können das Wi-Fi-Internet nicht sehen, aber wir wissen, dass es überall um uns herum ist. Es ist etwas Unsichtbares, aber wenn Sie es nutzen, können Sie auf grenzenlose Informationen zugreifen. So ziemlich überall auf der Welt, wo es einen Internetzugang gibt, können Sie diese versteckten geheimen Muster und Codes finden, die um uns herum schweben. Dasselbe gilt für die Akasha-Chronik. Sie müssen nur Ihr Bewusstsein auf die richtige Frequenz einstellen, um auf diese Informationen zugreifen zu können. Der Begriff Akasha-Aufzeichnungen wurde erstmals 1883 von dem Autor Alfred Percy Sennett in seinem Buch Esoteric Buddhism geprägt. Darin beschreibt er, wie gemäß der östlichen Philosophie universelle Aufzeichnungen physisch in dem immer durchdringenden Reich existieren, das als Akasha bekannt ist und nur für aufgeklärte Personen zugänglich ist. Interessant ist jedoch, dass Hinweise auf die Akasha-Chronik tausende von Jahren früher in den alten hinduistischen Schriften zu finden sind. Das Mahabharata und die Puranas erwähnen alle Geschichten über diesen mystischen, berühmten vedischen Weisen, bekannt als Narada. Die Überlieferung besagt, dass Narada das Bewusstsein transzendiert hat, um Wissen zu sammeln und Lehren von großer Weisheit zu geben. Narada hatte Zugang zu einer Art essentiellem Wissen, das in der Struktur der göttlichen kosmischen Ordnung enthalten ist. Er hat diese mystische Fähigkeit, das universelle Wissen direkt aus dem Akasha anzuzapfen. Akasha ist eigentlich ein Sanskritwort, das sowohl im elementaren als auch im metaphysischen Sinne Äther bedeutet. Ein anderes altes Wesen, das angeblich auf die Akasha-Chronik zugegriffen hat, war die altägyptische Gottheit, die als Tod oder Hermes Trismegistus bekannt ist. Bevor er als Gott verehrt wurde, war Tod der erste große ägyptische Philosoph und Gründer der alten Mysterienschulen, der seine Weisheit in meditativen Trancen erhielt und über 40 Bücher schrieb, darunter die Smaragdtafel, das Buch von Tod und das göttliche Pymandar. Für die Ägypter war sein Wissen so umfangreich und allumfassend, dass sie ihn zunächst als den Kommunikator mit den Göttern ansahen. Schließlich nahmen sie ihn in das ägyptische Pantheon auf. Aber gibt es irgendeinen Beweis für die Existenz der Akasha-Chronik? Nun, wir sind durch das moderne Verständnis dessen, was als Beweis gilt, begrenzt. Alles, was nicht durch physische Sinne wahrgenommen werden kann oder etwas, das vor allem unmöglich wahrzunehmen ist, es ist schwer, seine Existenz zu bestätigen. Die Wahrheit ist, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, die Existenz der Akasha-Chronik auf die materielle Weise zu beweisen, die wir derzeit als Beweis definieren, weil sie nicht gesehen, berührt, gehört oder anderweitig gemessen werden kann. Wie Nikola Tesla sagte, an dem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in all den Jahrhunderten ihres Bestehens. Trotzdem gab der gefeierte Futurist und Nobelpreisträger Dr. Erwin Laszlo nach Jahren des Studiums der Natur elektromagnetischer Felder und Gravitationsfelder bekannt, dass er Beweise für das A- oder Akasha-Feld gefunden hat. Dr. Laszlo arbeitete an der Entdeckung der Quanten-Nullpunkt-Energie, einem Strahlungsfeld, das überall um uns herum existiert und das wir nicht wahrnehmen, aber indirekt erkennen können. Die Existenz der Quanten-Nullpunkt-Energie ist theoretisch sehr solide und sie wurde zuerst von Albert Einstein entdeckt. Wir wissen also, dass die Nullpunkt-Energie existiert und sie trägt eine Menge Informationen über das Universum in sich. Dr. Laszlo zufolge enthielt sie nicht nur physikalische Informationen über die Physik des Universums, sondern auch intellektuelle Informationen. Theoretischen Physikern zufolge ist die Nullpunktenergie
ein alles durchdringendes Meer von Quantenenergiewellen, die unsichtbar sind, aber im gesamten Universum existieren. Das Gewebe des Raumes selbst besteht aus Energie und Information. Und die Art und Weise, wie sich diese Informationen durch das Universum ausbreiten, ist durch Wellen. Wir nennen diese Quantenwellen. Und so besteht das Akasha-Feld aus Quantenwellen, die allen intelligenten Lebewesen gemeinsam sind. Das bedeutet, dass alle menschlichen Gehirne, außerirdischen Gehirne und jede Art von jenseitigen Wesen ebenfalls die Fähigkeit haben, diese Quantenwellen anzuzapfen, um Informationen zu erhalten. Diese Idee eines intelligenten Informationsfeldes, auf das wir mit unserem Bewusstsein zugreifen können, ist keine Pseudowissenschaft, es ist kein Aberglaube. Es ist eine grundlegende Tatsache, die unsere Wissenschaftler bestätigen, dass sie tatsächlich wahr ist. Fast 2 Jahrzehnte vor Laszlos Entdeckung veröffentlichte der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Physiker Richard Feynman seine bahnbrechende Arbeit in der Quantenphysik, The Strange Theory of Light and Matter. Darin erforschte er die Idee, dass Elektronen in unserem Gehirn durch Quantenwellen aktiviert und informiert werden können, was unsere Gedanken und unser Unterbewusstsein beeinflusst. Richard Feynman sprach über die Theorie der Quantenverschränkung und die Idee, dass subatomare Teilchen in beliebiger Entfernung vorhanden sein könnten und sie sich gegenseitig beeinflussen könnten, wodurch Informationen sofort gesendet werden können. Das menschliche Gehirn ist voll von elektrischer Aktivität, die Strahlung erzeugt, die ein sehr empfindlicher Funkempfänger auffangen könnte, und andere Köpfe, andere Orte wären ebenfalls in der Lage, solche Wellen zu senden. Feynman fand aus der Idee eines Quantenfeldes von Informationen heraus, dass sogar ein Elektron, das sich in unserem Gehirn bewegt, Radiosignale aus der Vergangenheit empfangen könnte. Aber um dies zu kompensieren, muss es auch Wellen aus der Zukunft empfangen. Das bedeutet, dass jedes Elektron in unserem Gehirn tatsächlich ein Empfänger ist. Schließlich hatte Nikola Tesla recht, als er sagte, mein Gehirn ist nur ein Empfänger. Im Universum gibt es einen Kern, aus dem wir Wissen, Kraft und Inspiration schöpften. Ich bin nicht in die Geheimnisse dieses Kerns eingedrungen, aber ich weiß, dass er existiert. Wir wissen jetzt, dass Informationen sofort in jeden Teil des Universums gelangen können. Dies könnte bedeuten, dass intelligente Zivilisationen komplexe Informationen durch Quantenwellenausbreitung oder auf andere Weise an uns senden könnten. Sie könnten die Gesellschaft sehr wohl anstoßen durch Menschen, die scheinbare Visionen haben, die nichts Komplexeres als eine Radiosendung sein könnten, eine Art Gedankenübertragung durch die Akasha-Chronik. Geschichten über Menschen, die auf die Akasha-Chronik zugreifen, finden sich nicht nur in unserer alten Vergangenheit, sondern sogar in unserer jüngeren Geschichte. 1923 spielte das 12-jährige bulgarische Bauernmädchen namens Vangelia auf einem Feld, als ein Tornado sie in die Luft riss. Später wurde sie von ihren Eltern kaum lebend gefunden. Sie war sehr verängstigt und seltsamerweise waren ihre Augen mit Sand und Staub bedeckt, und sie konnte sie wegen der Schmerzen nicht öffnen. Nach 3 erfolglosen Operationen blieb sie völlig blind. Nach dem Unfall entwickelte Vangelia langsam eine bemerkenswerte Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen und begann, genaue Enthüllungen für die lokale Bevölkerung zu machen. In den 1980er Jahren hatte die blinde Prophetin den Namen Baba Vanga angenommen, was auf Bulgarisch Großmutter Vanga bedeutet. Sie hatte Tausende von genauen Vorhersagen gemacht und sich einen Ruf als Nostradamus des Balkans erworben. Baba Vanga sagte, dass sie alles vor ihrem geistigen Auge sehen könne und wenn sie eine Person ansah, könne sie ihr ganzes Leben sehen, von der Geburt über ihr Leben bis zum Tod, als ob sie einen Film ansehen würde. Sie wurde zum Studienobjekt vieler bulgarischer und sowjetischer Wissenschaftler, die begannen, sie wissenschaftlich zu testen und sie und die Leute, für die sie vorhersagte, zu interviewen. Einige der prominentesten Politiker und Führer des Ostblocks reisten in ihr Dorf, nur um ihre Lesungen zu erhalten. Ihre Vorhersagen waren äußerst genau, was uns sagt, dass die Fähigkeit, Informationen außerhalb dieser Erdebene abzurufen, nichts mit unseren 5 Sinnen zu tun hat.
Als sie erblindete, war es, als hätten sich andere Sinne entwickelt, um Botschaften und Informationen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu empfangen. Sie sagte den Todestag Stalins voraus, wofür sie für kurze Zeit im Gefängnis verbrachte und von den Sowjets verhört wurde. Sie sagte die Tragödie vom 11. September voraus, die Atomexplosion in Tschernobyl, den Tsunami im Indischen Ozean 2004, den Untergang des russischen U-Bootes Kursk und viele andere weltverändernde Ereignisse. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese erstaunlichen Dinge von einer Person stammen, die als Bäuerin geboren wurde, die keine Bücher gelesen hat, eine leichte, vielleicht funktionale Alphabetisierung hatte und keinen Zugang zum Fernsehen oder anderen modernen Informationsquellen. Sie müssen sich fragen, woher hatte sie diese Informationen? Ist es möglich, dass sie auf irgendeine Art von Wissen zugreifen konnte, das da draußen ist, auf das normale Menschen keinen Zugriff haben? Im Laufe der Jahrhunderte gab es Orakel und Propheten, die den Kontakt mit anderen weltlichen Reichen als Quelle ihrer Inspiration beanspruchten. Einer der Personen, die eindeutig auf die Akasha-Chronik zugreifen konnten, war Michel de Nostradam, besser bekannt als Nostradamus. Er sagte viele Dinge voraus, darunter den großen Brand von London im Jahr 1666, die Französische Revolution und sogar den Aufstieg der Macht von Adolf Hitler. Er behauptete, dass es ihm gelungen sei, Methoden anzuwenden, die im antiken griechischen Orakel, in der christlichen Mystik und sogar in der Kabbala gefunden wurden. Er versucht in seinen Arbeitserzählungen, einen göttlichen Zustand zu erklären, in dem alles geschieht, nicht linear, sondern alles gleichzeitig. Vergangene, gegenwärtige und zukünftige Konzepte verbinden sich zu einer Sache. Die meisten Propheten sagen, dass sie eine andere Realität jenseits dieser irdischen Existenz anzapfen. Sie könnten also möglicherweise eine Ebene der Realität anzapfen, die von anderen weltlichen Wesen, wie zum Beispiel Außerirdischen, geteilt wird. Vielleicht sind die Akasha-Aufzeichnungen überall um uns herum. Es ist einfach so, dass unser Gehirn noch nicht dafür entwickelt ist, sie zu sehen. Genau wie Nikola Tesla behauptete auch Albert Einstein, er habe die Ideen seiner größten Erfindungen von einer externen Quelle erhalten. Einstein behauptete, er sei in Sekundenschnelle auf die Relativitätstheorie gekommen. Er sagte, die Idee sei ihm aus dem Nichts gekommen. Eine andere Sache, die mich glauben lässt, dass die Akasha-Chronik das kollektive Bewusstsein der Menschheit beeinflusst, ist die Tatsache, dass einige der größten Erfindungen gleichzeitig von verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt gemacht werden, die in keiner Weise miteinander verbunden waren. Zwei Soziologen der Columbia University, William Ogburn und Dorothy Thomas, veröffentlichten in der Zeitschrift Academy of Political Science einen Artikel mit dem Titel »Sind Erfindungen unvermeidlich?« Darin zitieren sie 148 Fälle gleichzeitiger Erfindungen, bei denen zwei oder mehr Personen, die jeweils ohne Kenntnis der Arbeit der anderen tätig waren, gleichzeitig dieselbe bahnbrechende Innovation oder Theorie entwickelten. Wie kommt es, dass Menschen auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Kulturen fast gleichzeitig auf die gleiche Idee kommen? Einsteins Entdeckung der Relativitätstheorie verlief fast gleichzeitig mit der eines theoretischen Physikers, eines Franzosen, namens Poincaré. Vielleicht wird im Laufe der Zeit und wenn sich unser kollektives Bewusstsein zu einer neuen Wahrnehmungsebene entwickelt, lebenswichtiges Wissen in das kollektive Informationsfeld freigesetzt und Millionen von Menschen können es empfangen und ausdrücken. Es gibt viele andere Personen, die die Akasha-Chronik auf außergewöhnliche Weise erforscht haben, darunter Zhu Jujin, ein Mann aus China, der die Lebensgeschichte einer Person nur entdeckte und beschrieb, indem er den Vornamen der Person kannte. Gemäß spiritueller Überzeugung ist die Akasha-Chronik auch als das Buch des Lebens eines Individuums bekannt und enthält jeden Gedanken, jedes Wort, jede Absicht, jedes Gefühl und jede Tat dieser Seele, ab dem Zeitpunkt, an dem es seinen Ursprungsort verlässt, bis zum Ende der Zeit. Dieses Feld enthält auch die tiefsten Bedeutungen und Verbindungen zwischen den einzelnen Informationen sowie den Zweck, die Berufungen, Talente und Lektionen der Seele.
Informationen in jeder Seelenaufzeichnung werden durch eine bestimmte einzigartige Frequenz verfügbar, wie ein Fingerabdruck, der in die Energien des Universums kodiert ist. Die Akasha-Aufzeichnungen sind die energetischen Aufzeichnungen ihrer Seelenreise seit ihrem Anfang. Es ist alles über sie, um sie herum und in ihnen. Es ist alles, was sie sind, waren und die Potenziale, die sie noch bekommen werden. Es ist ein besonderes Energiefeld, das ihr ganzes Wesen durchdringt. Es ist nicht etwas, das von ihnen getrennt ist, sondern ein integraler Bestandteil von ihnen. Ich glaube, dass die Akasha-Aufzeichnungen lebendige, sich verändernde Dokumente sind. Während sie sich verändern, heilen und wachsen, werden ihre persönlichen Akasha-Aufzeichnungen aktualisiert, um diese Veränderungen wiederzuspiegeln. Wie Sie sich vorstellen können, enthalten Ihre Akasha-Aufzeichnungen eine unendliche Menge an Informationen. Es gibt unendlich viele Informationen, die Sie über sich selbst und Ihre Beziehungen zu anderen erkunden können, wenn Sie in der Akasha-Chronik arbeiten. Die Informationen werden Ihnen immer auf liebevolle und mitfühlende Weise von Ihrer göttlichen, spirituellen Familie präsentiert. Es gibt bestimmte Wesen, energetische Aspekte, die sich auf das Energiefeld der Akasha-Chronik spezialisiert haben und die Aufzeichnungshüter genannt werden. Aufzeichnungshüter sind auch ein Teil eurer göttlichen, spirituellen Familie. Diese göttlichen Wesen waren immer an ihrer Seite und warten sehnsüchtig darauf, ihnen zu helfen. Aus Respekt vor ihrem freien Willen warten sie, bis sie Kontakt aufnehmen und sie um Hilfe bitten. Die Informationen, die sie aus ihren Akasha-Aufzeichnungen erhalten, sind ein direktes Ergebnis ihrer Fragen. Ihre Fragen führen die Aufzeichnungshüter und aufgestiegenen Meister zum richtigen energetischen Raum, um die Antworten abzurufen, die sie wissen möchten. Manchmal denken wir, dass wir bereit sind, etwas zu wissen, aber in Wirklichkeit sind wir es nicht. In jenen Zeiten schien uns die Antwort zu entgehen, nur um in den seltsamsten und unwahrscheinlichsten Momenten kristallklar zu werden. Stellen Sie sich einen unendlichen Apfelgarten voller Apfelbäume vor, die randvoll mit Äpfeln sind. Jeder Apfel enthält den Schlüssel zu verschiedenen Erfahrungen, die Ihre Seele gemacht hat. Und jeder Baum repräsentiert Themen, die Sie während Ihrer Seelenreise erlebt haben. Wenn Sie eine bestimmte Information wissen möchten, müssen Sie einen Weg finden, die Aufzeichnungshüter zum richtigen Baum und dann zum richtigen Apfel zu leiten. Durch die Wahl des richtigen Apfels erhalten Sie die gesuchten Informationen, die Ihre Heilung und Ihr Wachstum fördern. Die Aufzeichnungshüter sind die energetischen Aspekte, die sich um diese riesigen Apfelplantagen kümmern. Und wenn Sie eine Frage stellen, helfen Sie, sie zum richtigen Baum zu führen. Je spezifischer Ihre Frage ist, desto näher kommen Sie dem spezifischen Apfel, der die gesuchte Information enthält. Das Potenzial zur Heilung entsteht, wenn Sie in der Lage sind, wirklich zum Kern eines Problems vorzudringen, dem Samen des Wissens und der Weisheit, der in diesem speziellen Apfel verborgen ist. Oft reicht das Bewusstsein der Kernursache eines Problems aus, um die energetische Verschiebung zu bewirken, die zu einer Heilung führt, einer Verschiebung der energetischen Frequenz auf die nächsthöhere Ebene des Göttlichen, der Liebe und des Lichts, die sich im spirituellen, physischen und mentalen manifestieren kann oder in Gefühlswelten. Bei der Arbeit mit der Energie der Akasha-Chronik gibt es ein unbegrenztes Heilungspotenzial. Das Ausmaß der Heilung selbst steht in direktem Zusammenhang mit Ihrem Engagement und Ihrer Absicht, sich selbst zu heilen. Sobald Sie Ihre Absicht in sich selbst gesetzt haben, dass Sie bereit sind, Ihre innere Arbeit zu tun, kommen die Aufzeichnungshüter bereitwillig nach vorne, um Ihnen so gut wie möglich zu helfen. Wie alle anderen göttlichen Aspekte der Energie, strahlen die Aufzeichnungshüter die Energie der göttlichen Liebe auf Sie aus und bieten Führung, wenn Sie fragen oder auf irgendeine Weise kundtun, dass Sie Hilfe wünschen. Ihre göttliche, spirituelle Familie würde sich niemals in Ihren freien Willen einmischen. Daher müssen Sie die Verbindung initiieren und nach dem fragen, was Sie wollen oder brauchen. Sie warten gespannt auf Ihre Einweihung und sind bereit zu reagieren. Eine starke, klare Verbindung mit Ihrer inneren Weisheit zu haben,
ist mehr als ein Geschenk. Es ist ein von Gott gegebenes Recht. Dieses besondere Talent muss man sich nicht verdienen. Es ist nicht etwas, das nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist. Es ist für alle, die sich die Zeit nehmen, um bekannt zu geben, dass sie es wollen. Als Mitschöpfer ihrer Realität liegt es an ihnen, Veränderungen in ihrem Leben einzuleiten. Zuerst müssen sie um Hilfe bitten, dann müssen sie bereit sein, die erhaltenen Informationen zu nutzen. Es ist immer ihre Wahl. Aber wenn sie das, was sie lernen, nicht in die Praxis umsetzen, wird sich nichts in ihrem Leben ändern. Sie kennen das alte Sprichwort: Die Definition von Wahnsinn ist, das zu tun, was sie immer getan haben und andere Ergebnisse zu erwarten. Unsere göttliche Familie des Lichts sendet uns ständig Botschaften und Führung. Es liegt an uns, diese Nachrichten entweder zu bestätigen oder zu ignorieren. Sie pflanzen die Samen des Lichts und des Wissens und warten darauf, dass wir diese Samen nähren. Sie warten geduldig, während wir diesen Samen erlauben, zu Weisheit zu reifen. Sie beobachten auch mit unendlichem Mitgefühl und Akzeptanz, ob und wann wir uns entscheiden, diese Samen zu zerquetschen, anstatt sie zu nähren. Sie strahlen uns mit der gleichen liebevollen Energie an. Selbst wenn wir uns dafür entscheiden, die gleichen alten Entscheidungen zu treffen und die gleichen alten Muster zu erschaffen, wobei wir im Wesentlichen jede Führung ignorieren, die sie zu geben versuchten. Darum geht es beim freien Willen. Der Hauptzweck der Arbeit in ihrer Akasha-Chronik besteht nicht darin, Anweisungen darüber zu erhalten, was sie mit ihrem Leben tun oder wie sie ihr Leben leben sollen, sondern ihnen die Informationen, das Wissen und die Weisheit zu liefern, die sie benötigen, um ihre Perspektive zu erweitern und gesündere Entscheidungen zu ermöglichen. Mit anderen Worten, die Arbeit mit der Energie der Akasha-Chronik gibt ihnen die Unterstützung, die sie brauchen, um persönlich und spirituell zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wenn sie die klare Absicht haben, dass sie bereit sind, alle Aspekte ihres Lebens zu heilen, dann beginnt die wahre Arbeit. Der Geist antwortet auf ihre Bitten zu heilen und ihnen die Möglichkeit für Wachstum zu bieten. Jedes Mal, wenn etwas in ihrem Leben auftaucht, das ihre Knöpfe drückt, ist es die Art und Weise des Geistes, ihnen eine Gelegenheit zum Wachstum zu bieten. Das war schon immer so. Der Unterschied besteht darin, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, in ihre Aufzeichnungen einzusteigen, herumzustöbern, zu erforschen und den Kern des vorliegenden Problems aufzudecken. Sobald sie das Kernproblem aufgedeckt haben, können sie mit dem Heilungsprozess beginnen. Die Aufzeichnungshüter warten voller Vorfreude darauf, dass sie diese persönliche und spirituelle Reise beginnen. Durch ihre Verbindung mit der Akasha-Aufzeichnung und ihrer göttlichen, spirituellen Familie werden sie immer tiefere Ebenen der Selbstermächtigung und Selbstführung erfahren, während sie die Euphorie entdecken, nach innen zu gehen, um sich direkt mit ihrer göttlichen Quelle zu verbinden. Mit jedem Besuch ihrer Akasha-Chronik haben sie das Potenzial, ein weiteres Stück von sich selbst zu heilen. Mit jeder Heilung ihrer Energie werden sie sich mehr und mehr vollständig und ganz fühlen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die alle miteinander verbunden sind und uns zu dem machen, was wir sind und uns das geben, was wir haben. Die Konsequenzen unserer Handlung werden die Antworten unserer Zukunft. Wir müssen die Handlungen akzeptieren, die wir getan haben, und die Konsequenzen dieser Handlungen, damit wir vorankommen können oder den Weg ändern, auf dem wir uns befinden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke daneben, um künftige Benachrichtigungen zu erhalten,